Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei den Rumgeschichten hier in den Sea of Thieves. Und in der letzten Folge sind wir in eine von Season 4 neu eingeführte Insel eingeführt worden, in die Scheide der Insel. Und geblockt. Wieso? Egal. Mit dabei ist Zwiebel und Brilli. Hier ist irgendwie eine Tür. Die sehr groß ist, weil wenn ich ganz normal aufrecht hingehe, kommt man gerade mit dem Gesicht gerade mal ans Schloss. Was ist das denn? Komm, Mene, du kannst ja da durchgehen. Ja, sehr schön. Hier ist so eine Art Seilwinde. Ja, Winde mal. Ja. Da kommt ein Fahrstuhl rüber gebunden. Ah, ja. Winde mal zurück. Oh no, ich bin runtergefallen. Nee, winde mal nicht zurück, warte mal. Wenn ich jetzt hier rüber springe, komme ich hier rüber? Nee, häng ich fest. Wo bist du denn? Da. Ja. Junge, wind doch mal. Ich kann den Anker lichten. Das bringt aber nichts. Doch, da dreht sich so ein Podest in die andere Richtung. Jo, da müssen wir halt warten. Brilli. Was denn? Andere Richtung, du musst da hinten winden. Aber hier sind doch Fässer. Ich muss auch mal nachfüllen hier. Hier ist Munitionskiste. Hier kann man. Hier ist Munition. Ja, hier ist. Und hier sind irgendwelche versilberte. Hier sind Schätze. Schatzlager. 0 von 20. Hier muss man Schätze hinbringen. Wo hast du die Schätze gefunden? Hier ist ein Schatz. Wo bist du? Da. Da ist so eine Statue und da steht Schatz lagern. Bin irgendwo runtergefallen, verdammte Kacke. Hier sind viele Schätze, Leute. Ja, die kann man hier an der Statue abgeben. An welcher Statue? Banana. Hier steht so eine Statue. Oh. Warte, nicht, du bist rausgegangen. Bleib doch mal hier bei mir, da. Da kann man Korallen den Schatz lagern. Abgeben. 2 von 20 habe ich jetzt. Warte doch vielleicht einfach mal auf mich, behalte dann davon. Was machst du denn? Ich hab's doch gerade gesagt, ich bin runtergefallen. Oh. Hab ich nicht gehört, tut mir leid. Okay. So, Mahlzeit. Hättest du auch nicht rüberspringen müssen. Ich hab jetzt das Gitter aufgeschlossen. Von innen. Noch so. 5 haben wir, aber wir brauchen noch 15. Aber wo lauft ihr denn jetzt hin? Ich meine. Einfach Schätze suchen wahrscheinlich. Wir brauchen noch 15. Wir skippen doch jetzt hier einiges. Wieso skippen wir? Wir müssen doch eh wieder zurück. Nichts. Wir müssen doch erstmal das erste Rätsel lösen, denke ich mal, oder? Ja, also, und das Rätsel würden wir hier lösen. Guck mal, hier geht der Flaschenzug nach oben. Aber wenn wir hier zu einer Statue kommen, die sagt, gib mir Schätze. Was hat der gemacht, der Flaschenzug? Was hat der Flaschenzug gemacht? Der führt dieses Ding hier nach schräg oben. Hier, guck. Da unten. Ah, da unten. Okay. Das ist doch derselbe, den ich gehe. Will da mal jemand drauf? Ja. Drauf? Hit it, baby! Weiter geht nicht. Will ich diesen Flaschenzug neben dir, könnte ich auch noch bewegen. Mach mal. Hä, welchen? Nee, Brilli. Was redest du? So einer. Der hier. Ja, den kann ich bewegen. Pass auf. Jetzt kommt Brilli bestimmt hier an diesen Vorsprung. Da hinten leuchtet nämlich was. Brilli, spring mal da rüber, rechts von dir. Ich weiß nicht, ob ich da rüber komme, ehrlich gesagt. Doch, rechts von dir. Na klar, so ein Dicker wie du macht das locker. Da ist auch noch eine Leiter, wo du jetzt bist. Hier ist auf jeden Fall ein Schatz. Ja. Was ist mit dir da oben? Soll ich mal die Schätze aber alle nach unten werfen? Nee, tust du doch auf das Ding und ich hol dich wieder rüber. Kam nicht von da. Ich bin da runtergejumpt. Oh, ich hab hier so eine. Brilli, hallo, Brilli. Hallo. Warte mal. Brilli, du sie doch auf da drauflegen und dann hole ich dich mit den Schätzen wieder rüber. Ja, was ist denn, Zwiebel? Ich hab hier oben so eine Leuchte, Uschi. Leuchte, Uschi. Ah, hier kann man Schätze auch abgeben, okay. Das ist so eine Statue. Die hat im Kopf, in der Brust und in der Hand so ein. So einen roten Kristall leuchten. Aha. Wir nehmen die raus. Ich habe jetzt mal drauf geschossen. Nee, die ist von mir
die ist da, wo Mene quasi steht. Also auf der anderen Seite vom Raum, von meiner Seite aus gesehen. Die ist über dir, Mene. Über mir? Okay. Ja, die siehst du, glaube ich, nicht von dir aus. Nee, sehe ich nicht. Aber was ich sehe, ist hinter dir, ist auch so eine Statue in der Wand. Was macht denn die da? Gar nichts. Okay. Du meinst die Galionsfigur, oder? Ach, das ist nur eine Galionsfigur, okay. Mhm. Alles klar. Da hängen überall welche. Und über dir, direkt über dir, ist ein Podest, wo auch Schätze leuchten. Dann komme ich aber nicht hin. Hm. Warum bist also du denn da oben? Also der Platz hier ist ein bisschen... Soll ich dich mal wieder da runterholen? Warte. So. Ah, hi. Mahlzeit. Hier ist übrigens auch so eine, ne? Liebe. Wie bist denn du da jetzt rübergekommen? Wer, ich? Nee, guck mal, wo der Brill hier rumrennt, da hinten. Zwei sind hier so eine Figuren. Mhm. Mit so einem Ding in der Brust, eines in der Hand. Aber mit denen kann man nichts machen. Hm. Vielleicht müssen wir erstmal die ganzen Schätze abgeben. Hier ist eine Kurbel. Was mache ich mit der? Guck mal. Der jetzt? Du kurbelst da so ein... Okay, das ist cool. Da geht's nämlich weiter. Okay, ja, stehen bleiben. Da müsste man jetzt... Ich probier mal, ob man von hier rüberkommt. Ja, das hat funktioniert. Mal gucken, ob ich jetzt hier draufkomme. Ne? Ja. Oh, du hast getroffen. Respekt. Oh, ich auch. Geh mal weiter. Ja, und dann? Ja, geh mal weiter. Ach, da. So. Oh. Kampf. Da, Motherfucker. Oh, das sind viele. Ja. Okay. Machen aber leichtes Futter. Kannst du Angelköder einsammeln? Und Kanonenkugeln. Und hier steht, versilberte Korallentasche aufnehmen. Ja, das sind alles Schätze. Ja. Weil dann ist ja auch eine Tussi, Leute. Ja, wahrscheinlich. So. Hier ist wieder so ein. Ich drehe mal dran. Warte mal, noch nicht. Schau, tut mir leid. So, jetzt. Oh, da drüben ist eine. Warte mal, ich schieß die mal ab. Boah. In your face. Hält der sich jetzt automatisch immer weiter, oder was ist? Ich bin drüben, aber ich habe unterwegs das Ding verloren auf einem von diesen Drehpodesten. Okay. Auf dem ersten sozusagen. Was, diese Tasse oder was? Ja. Okay. Und hier oben ist eine riesengroße Korallenschatztruhe. Kann ich aufmachen und kann Gold rausnehmen. Zwiebel, guckst du mal nach der Tasse? Aua, ja. Was schießt denn hier auf mich? Jo. So schießt es auf mich. Ich hab die Tasse in der Hand, warte. Ja. Oh. Nein! Aua! Der dicke Zwiebel hat mich runtergedeut. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja. Fuck, ich bin runtergefallen. Hurensohn. Hast du den Kelch mitgenommen? Ich habe die Tasse in der Hand, ja. Dann gib die ab an dem ersten, wo du vorbeikommst. Ich habe keine Munition mehr und mitten im Kampf. Ey, fuck. Ah, okay. Okay, das jetzt nicht mehr drehen. Oh. Soweit bisher. Das jetzt nicht mehr drehen, was ihr jetzt gedreht habt. Versuch da mal rüber zu laufen. Also ich habe das Ding jetzt abgegeben, ja. Ja. Aber 9 von 20 oder 10 von 20. 10 müssten es eigentlich sein. So, wie komme ich da drüber? Hey. Ja. Schnell was futtern. Was war denn da jetzt noch? War da überhaupt noch irgendwas? Also ich bin hier oben und habe hier einen Haufen Zeug und weiß nicht, wo stelle ich das jetzt hier.
transportieren soll alles. Really? Zwei. Was denn? Da ist ja noch was Blinkendes vor dir, ne? Wo? Ja, du drehst dich ja jetzt einmal da rum. Und da blinkt ja noch irgendwas auf diesem Steg. Auf meinem? Hm, jetzt blinkt's nicht mehr, komisch. Du bist ja gleich bei diesem. Jetzt blinkt wieder was da. Hier oder was? Nee, lauf mal weiter zur Spitze nach so, vorne. Könnt ihr das jetzt mal nicht mehr bewegen? Dann kann ich dann ja, stimmt, hier liegt was. Sirenen-Saphir. Nice. Also ich kann aber nicht rüber, wenn ich das Ding jetzt nicht drehe, ne? Nicht bewegen, bitte. Nichts bewegen da unten. Ja, komm ich ja aber nichts rüber. Weil ich habe hier nämlich wieder so eine schon eine Schatztante, da kann ich das alles abgeben. Ja, komm ich ja nichts rüber. Ja, brauchst du ja nicht. Warte doch mal. Ich würde ja gerne mit euch mitkommen. Ja, wartet doch mal bitte ab. Jetzt mach doch, kurz. Mach es einfach, Zwiebel. Ich will mitkommen. Wofür bist du jetzt hier hingekommen? Wie? Über denselben Weg wie du wahrscheinlich. Jetzt kann man nicht mehr zurück die ganzen Schätze holen. Scheiße. Ja, der Zwiebel kommt ja, das dreht sich ja einmal komplett. Jo, einmal komplett, okay. So. Und? Bitte. Wie viele haben wir? Jetzt kommen wir nicht rüber. So kommen wir nicht rüber. Fuck. Das müssen wir wieder zurückdrehen, was wo der Zügel jetzt steht. Weil sonst komme ich nicht zurück und kann nicht die restlichen Schätze holen. Ah, okay, alles gut. Okay, super. Wow, wo bin ich denn jetzt? Vor allen Dingen, wo bin ich hergekommen? Du bist weitergerannt, oder? Ich bin da diese Leiter hoch. Ja. Ich wollte aber die ganzen Schätze noch holen. Ja, ich auch. Ich dachte, da kommen vielleicht noch mehr Schätze. Und wer schießt für die ganze Ich. Zeit? Ich hab hier Gegner. Okay. Oh nein, Mann! Zack, Arsch, Kacke, Mist, Dreck. Okay, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Oh, Hass. Runtergefallen, die ganze Scheiße da. Hier bin ich hergekommen, oder? Ja, hier seid ihr. Okay, ganz gut. Da sind mir zu viele Gegner. 15 von 20. Hier sind noch zwei Kisten, die eine hat drei Sachen drin. So, normal die ganze Scheiße. War jetzt noch eine drüben oder waren das alle? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob noch was drüben ist, ganz ehrlich gesagt. Wie viel haben wir denn jetzt? 18 von 20, 19 haben wir. Eine fehlt noch, eine irgendwas fehlt noch. So, fahr jetzt nochmal darüber, ja? Ja, wir müssen halt jedes Mal warten, um, naja, egal. Da oben war nichts mehr, Brilli. Alter! Ist wieder gestürzt? Genau. Irgendwo muss noch was sein. Ich weiß nicht, ob da oben was ist. Echt? Da war ein Gegner. Was? Also hier liegt jetzt direkt hier liegt jetzt gerade nichts mehr. Was aber nicht heißen muss. Ich habe ja unterwegs so mal was verloren. Habt ihr das dann abgegeben, was ich unterwegs mal verloren hatte? Ja. Okay. Den Kelch hattest du abgegeben, Zwiebel, oder? Wer dreht das? Ja, hatte ich. Nein, wer dreht das? Was soll ich denn? Was ist denn? Ja, ich stand da gerade oben drauf, Mann. Wo denn? Ich sehe überhaupt keinen Namen. Guck mal nach oben. Guck doch einfach mal nach oben. Ja. Ja. Ich würde halt auch gerne mal darüber kommen, wo ihr die ganze Zeit am Rumpimmeln seid. Deswegen drehe ich da dran. Da muss es ja weitergehen, oder nicht? Also ein Schatz fehlt uns auf jeden Fall da. Geht's da weiter oder nicht? Ja, es geht da weiter. Aber uns fehlt noch ein Schatz.
Ja, und der ist da nicht, oder wie? Nee, wir finden ihn hier nicht. Okay, hier oben geht's dann wirklich weiter. Ich gehe mal noch nicht weiter, ich warte mal. Ich denke, wir müssen erstmal den Schatz finden, weil ich glaube, hier oben gibt's den nicht. Okay. Aber ich kann es natürlich nicht sicher sagen. Es ist halt echt viel los. Rilly, wieso bist du wieder runter? Suchst du den Schatz, oder was? Ja, das auch. Da hinten ist er doch. Da ist doch noch ein Schatz. Wo? Meinst du das unter mir? Das bei mir? Nein, warte mal. Ja, hier, da blinkt da irgendwas. Ja, das ist die Kiste, wo ich die rübergebracht habe, die ganzen Schätze. Kann Brixies, also Brixies Schwert, okay. Okay, dann hat die nämlich fleißig vor sich hingeblinkt. Ich kann die Truhe selber abgeben, haha. Ja, mach das mal. Hab ich. Und jetzt kann ich Schatz einsammeln. Warte mal, warte. Ja. Da oben ist richtig was los, Zwiebel. Wo bist du denn jetzt, Mina? Ich stehe neben dir. Ach da, und wo kannst du den Schatz abgeben, sagen? Ja, an der Ollen. Du kannst du auch schon die gemacht. Statuen immer ach anzummen. Da, die da. Schatz einsammeln, 20 von 20. Warte mal noch auf Brilli, bis der da ist. Ja, wo spawnen die ganze Zeit? Ich höre die ganze Zeit Leute spawnen. Über uns. Über uns geht's wohl richtig los. Guckt ihr mir zu, oder was? Ja, klar. Ja, wir warten auf dich. Ah, seht, wie ich Banane esse. Heroisch. Bring mal Munition mit, ich hab keine Munition mehr. So, wo war denn das jetzt überhaupt nochmal hier? Jojo, immer genau weiter, da, immer weiter. Dann über und jetzt zu uns rüber kommen. Jetzt zu uns hier. Genau, zum Trupp gibt. Und jetzt kann man hier bei der Ollen sagen, einsammeln. Dann los. Mach ich. Okay, jetzt liegt der wieder vor dir. Aber der ist jetzt... Das ist jetzt ein 20er Schatz oder was? 0 von 20. Ja, das ist... Nee, das liegt alles hier vor uns, oder? Was ist das denn? Wir können das jetzt wieder alles abgeben. Oh, das. Wisst ihr, was das war? Was denn? So eine Art. Die hätten wir sonst nicht hier hochgekriegt, die Schätze, oder? Wahrscheinlich. Das ist einfach nur ein Teleport-Ding. Vielleicht kommt noch so eine Statue. Ich würde sie erstmal wieder lagern und gucken, was da oben bei den ganzen Monstern los ist. Ja. Okay. Geht gerade nicht so, aber okay. Das ist so, wie so eine Art Lagertruhe für Lagertruhe. Ja, schon klar, aber. Ja, und damit wir diese ganzen Kisten nicht alle schleppen müssen, können wir die dann quasi darüber teleportieren. Quasi, ne? Am Ende der Höhle wird nochmal so eine Figur sein und dann können wir die ganzen Schätze ins Wasser schmeißen und treiben die hoch und Schiff oder sowas. Hier. Ach, oh. Scheiße. Have fun. Good luck, have fun. Aua, oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ist das deren Ernst? Sind die jetzt die ganze Zeit da gespawnt oder was? Ja. Boah, der große Dicke, ey. Seid ihr alle tot? Sonst holt mich. Nee, warte, ich komm. Ich kann nicht kommen, da sind so viele. Der Dicke ist genau vor der Höhle. Ja. Ist aber auch keine Munitionskiste oder sowas. Doch, hier ist eine Munitionskiste. Nein, das ist nur ein Arsenal, verdammt. Ein aus Down. Ja, war aber eine. Irgendwo. Ja? Ich sehe leider keine, schade. Doch, hier ist er. Okay. Muss ich was futtern? Okay, was gefuttert? Nachgeladen? Wo ist er, der Dicke? Den Dicken nicht. Der Dicke ist tot. Ach so.
Wenn du hier zu mir rüberkommst, Zwiebel. Oh, da ist einer, pass auf. Ah. Komm zu mir rüber, komm zu mir rüber. Bin schon dabei. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo seid ihr denn jetzt hier? Aua! Ist down. Hast du noch was zu essen, Mene? Hier in der Kiste ist noch was. Wo? Hier hinten drin. Ah, cool. Banana! Hallo! Dieser süße Geschmack. Ach, bist du auch da? Schön. Diese Leichtigkeit. Sind alle tot? Hier ist die Munitionskiste, hier siehst du, hier ist noch so eine Lagertante. Ja. Wir werden jetzt öfters mal kommen, denke ich mal. So, dann gehen wir mal weiter. Warte. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Hier sind wir rausgekommen, ne? Hier, ja, da sind wir rausgekommen. Hier kann man lang. Was ist das hier? So eine Art Podest. Da muss man hoch. Wie kommt man denn dahin? Mission erhalten. Ja, ich habe gerade eine aufgenommen. Wie kommt man denn da hoch? Was ist denn das hier für ein rotes Ding? Ah, Freddy hat's gefunden. Super. Wo? Wieder da, wo wir die ganzen Sachen eingesammelt haben, wo die Munitionskiste ist. Und dann warte ich auf dich. Hier ist die falsche Richtung. Hier ist ein Schatz. Spring hoch! Ja, hier liegen Sachen rum, tatsächlich. Sirenenrubinen. Aber wir können nichts mehr da reinmachen. Nee, ne? Wir können nur 20 von 20 reinmachen. Hier ist übrigens ein Sprengstofffass. Weiß ich nicht, okay, ob wir das brauchen. Ja, Lager ist voll. Schade, ich steck's davor ab. So, und jetzt? Hier. Ach, da. Siehst du mich? Krass. Der Brilli ist da drüben. Ich bin, guck mal, was hier so ist. Ja, weitergehen. Da weiter über die... Ah, ja. Okay. Hab ich. Dann geht's hier weiter, denke ich mal. Okay. Gegner. Dürfte down sein. Der wurde Nachladekiste. Mal gucken. Hier geht's auf jeden Fall raus. Hier geht's hoch. Ich bin jetzt hoch. Mhm. Lenkrad. Willst du lenken? Lenk mal. Ja, da dreht sich hier ein Podest. Oh, das war zu weit. Erstmal gucken, ob ich komplett weiterdrehen kann. Macht erstmal ein 360, ja. Ja, ich kann immer weiterdrehen, glaube ich. Ja. Es gibt mehrere Ebenen, die, wo man dann drüber laufen kann. Ja, du kannst immer im Kreis drehen, sozusagen. Nein! So. Zwiebel, willst du noch mitfahren? Er ist schon teilweise sehr glitchy irgendwie. Jo. Bin drauf. Hier ist wieder so eine Olle. Ja. Du bist ja irgendwann so nochmal so ein Rad. Du bist noch so ein Rad. Ja, ja, dann müsst ihr mich jetzt holen. Ja, komm mal hoch, okay. Berlin. Sag, wenn es wenn an der richtigen Stelle ist. Nicht drehen. Ach so. Ich mach nichts. Jetzt. Bist du drauf? Ja, Brilli ist drauf. Jetzt bringst du mich aber zur anderen Seite. Oh. Willst du dahin? Nee. Ja, ja, bleib vielleicht gehen. Musst du aber dahin. Warte. Achtung, und jetzt müsstest du da sein eigentlich, ne? Jetzt. Gut. Okay. Und hier müsste es doch jetzt quasi auch ein Podest geben. Der muss halt wieder gehen. Zwiebel ist ja schon weitergelaufen, genau. Hä? Ja, das war das, wo ich auch hätte abspringen können. Ich habe ein mysteriöses Kristallgefäß. Warte mal, kann ich hier an der Sehne hoch? Langsam. Ne, gerne nicht, schade. Kannst du da drauf, Brilli? Ja, genau. Sehr gut.
Gegner? Irgendwo spawnen Gegner? Über uns bestimmt. Und nicht schon wieder. Problem ist, ich hänge jetzt hier fest. Wie ist denn der Zwiebel hier hingekommen? Keine Ahnung. Hier ist aber wieder ein Drehrad. Ja, ich dreh mal. Die Gegner sind ganz unten. Du musst da drauf. Ja. Bin drauf. Also hier sind nur Schätze. Die holen wir nicht. Darüber, das ist weiter, das nächste Drehrad. Nicht stehen bleiben. Ja, okay, weiter drehen. Ja, Mene, Moment. So. Okay, ich bin erstmal hier. Ja, aber Zübe, ich glaube, hinter dir ist der Ausgang. Hm, nicht sicher. Unten war ja auch so ein Ausgang. Also kannst hier du zurück, wir jetzt raus, ja. Kannst du zurückdrehen? Oh nein! Das ist nicht zurück, aber und ja. Ich bin bei ganzen Gegnern gelandet. Ohne Munition. Wie weit zurück? Und noch ein bisschen. Und stopp! Bin drauf. Nicht bewegen. Nein, nein. Ja, bin rüber, okay. Okay, wenn man da raus kann, hier ist ja die, unter dir ist ja direkt die Olle, wo man den Schatz jetzt aufnehmen könnte. Also, Mene, ich bin da schon ein Stockwerk über dir und hier ist auch ein Ausgang. Ja, ich rede ja von deinem Ausgang. Ja, aber mal jemand drehen. Ich probiere. Ich könnte jetzt ja den Schatz, die Leiter hochbringen zu dir einfach. Warte, und stopp. Oder wollen wir noch höher versuchen? Nee, dann bring mal hoch den Schatz. Noch höher geht's, noch höher? Ja, es würde sogar noch höher gehen. Guck mal, da oben gibt's auch noch Schätze. Bruder, warum drehst du an die Rad? Ja, weil ich muss jetzt einmal hier rüber gerade. Warte mal. Kann ich da auch machen? Ja, aber ich kann es mir selber ausrichten. Ja, da oben ist noch eine Kiste. Also hier ist noch ein Haufen Zeug, was wir holen können. Da ist auch noch so eine Schatztante. Okay, ich leere erstmal die eine aus und lege das hier vor den Ausgang. Die Schatztante ist doch voll. Ja, deswegen machen wir die jetzt leer und legen das vor den Ausgang. Bin ich denn jetzt eben abgestürzt? Eins. Hier sind halt auch noch Schätze. Soll ich die hier drauf machen? Gold entdeckt. Ja, bring die mal. Ja, pack die mal hier rauf. Kann ich glaube ich gar nicht. Beziehungsweise dreh mal noch ein bisschen Zwiebel. Aber da war noch eine Sirene bei dir oben. Vielleicht kannst du einfach das in die Sirene reinpacken. Nee. Hui, weg ist er. Ich bin tot. Scheiße. Mist. Zwiebel, dann kannst du mir ja kurz helfen. Wo denn? Was denn? Wie denn? Na, hier die ganzen Sachen hochtragen. Ja, wo, von wo denn? Na, eine Etage tiefer. Hab ich dann nun schon fünfmal gesagt. Hab ich nicht gehört. Ach, nee. Korallendruhe des Seefahrers, ne? Wo muss ich jetzt rauskommen? Bitte nicht ganz unten. Wie viele Kisten gibt es denn hier, sag mal? Ja, ein paar. Aber man kann auch hier die Sachen noch in die Kiste reinpacken. Kiste in die Kiste, ist ja Kistenception. So, liegen die hier nicht so offen rum. Wollen wir jetzt jeden Schatz bergen und das als Ding leer machen, raus und fertig, oder nicht? Jo. Okay. Ich habe noch eine versilberte Korallentasse gefunden. Zwiebel, kannst du mal drehen? Ja, Moment. So, wohin? Ja, weiß ich nicht. In andere Richtung. Okay, siehst du? Geht doch. Okay. Meine Güte, ist das viel Zeug. Du brauchst nicht drehen, ich kann da drehen.
Dann drehen wir weiter. Maja. Dreht aber schneller. Ja, ja. Norbert. Norbert. Hammer's. Zurück. Danke. Du bist wieder runtergefallen. Ich? Und wie kommt man hier raus? Ah, nee. Da drauf fahren, oder? Ach so. Ah ja, pass auf. Und nu? Jetzt würde ich das Zeug einfach ins Wasser schmeißen und davon ausgehen, dass es hoch schwimmt. Tut es das? Ja, ich komme hier aber gar nicht raus. Ich weiß nicht, wie ihr hier macht. Wow. Was ist denn mit dir? Was ist passiert? Glitscht, aber hart. Oh, muss man jetzt jedes Mal da drauf hauen, oder was? Ja, irgendwie schwimmen die aber nicht nach oben. Mädel. Nee, die bleiben da. Komisch. Also ich bin hier ganz hart geglitscht. Vielleicht müssen wir noch weiter nach oben. Kann mir jemand am Steuerrad drehen, bitte? Ja. Vertrag ausgelaufen. Stopp, zurück. Stopp. Danke. Drehen wir noch ein bisschen. Jupp, danke erstmal. Kann ich mal jetzt gerade benutzen, bitte? Ja. Hör auf zu drehen, ich drehe mir selber. Ich mach nix. Dreht noch jemand weiter? Nein. So, jetzt kann ich, ne? Okay, in dem Ding sind keine mehr. Jo, das war daneben. Ey, dieses Geglitsche kotzt mich richtig an, ich sag's dir. Hier oben ist doch nichts, was soll man hier? Mene, drehst du nochmal? Ja. Und mit Schätze rausbringen, dass die dann irgendwie hochschwimmen, klappt leider nicht, ne? Nee, die bleiben einfach unter Wasser schwimmen. Jupp. Geh nochmal, weiter. Ja, Moment, das lass mich da erstmal auch mitkommen. Ja, ich lass ja. Aber stopp, da kann ich vielleicht zurück, rein. Lass so. Jo, dreh mal. So, turn it. Stopp. Das ist doch scheiße, zurück. Wie kommt man denn da rauf? Nicht ganz so viel. Ja. Mann, leck mich doch am Arsch, Alter. Echt, hat aber nichts keinen Bock mehr. Mene, dreh mal. Ja. Weiter. Stopp. Versuch jetzt einfach mal dahin zu springen mit Anlauf. Ja, versuch's mal. Ja, okay, so. Dreh mal weiter zurück. Stopp. Komm ich da hin? Weiß es nicht. Ich muss probieren, oder? Sauber, guter Sprung. Also hier da, sind. Du bist jetzt genau da. Antiker Tributschatz. Hier sind halt etliche Schätze noch. Okay. Ja, die bringen ja nichts mehr. Und unter dir ist noch so eine Olle. Aber hier ist auch irgendwie eine Tür, habe ich das Gefühl. Ich weiß nur nicht, wie die aufgehen soll. Kann er jemand mal drehen mit? Ja klar. Also hier ist irgendwas Komisches. Das hier ist doch irgendwas, oder nicht? Stopp! So, Versuch 7812. Noch ein Stück. Halt! Danke. Willst du gleich weiter? Wohin?
Bringt ja nichts, wir können da eh nichts mehr mitnehmen. Ja, aber hier ist aber irgendwas. Da ich oben ist nicht. Was, sagt der. Geh mal rüber. Ich weiß nicht, was kommt. Ich komme auch hinterher. Da ist ja noch eine Drehdingsbums. Das hier sieht sehr komisch aus. Aber okay. Man kann damit nichts machen. Drehst du? Ja. Dreh mal. Nee, andersrum. Also, der Stab muss andersrum, meine ich. Nicht andersrum. Bobby. Stück zurück oder geht's? Nee, passt. Okay, hier ist wieder so eine Olle. Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt gab es irgendwie so eine besondere Musik. Die sagt jetzt Schatz lagern 0 von 20 und dann zurück zum Schiff. Genau, das macht die ja schon die ganze Zeit. Ja, aber 0 von 20. Ja, weil wir die ja alle rausgeholt haben. Ich komme hier niemals rüber. Oh doch, geschafft, Alter. Huh, Glück gehabt. Als nicht. Ha! Ich kann die Truhe aufnehmen. Okay, das geht schon mal. Wo meinst du, dass eine Tür ist? Das hier? Ja. Ja, das ist definitiv irgendeine Tür. Ja, und hier, das sieht voll komisch aus. Dieses Dreieck hier. Dreieck? Hier, am Boden. Da. Hä? Da! Ah ja, natürlich. Da muss was drauf. Da habe ich schon was draufgestellt, aber was ist nichts. Guck mal, hier ist auch irgendwas an der Wand. Hier ist nochmal so ein Dreieck an der Wand. Hier ist so ein Podest, wo man was draufstellen kann. Guck mal hier. Aber welche müssen wir jetzt den richtigen Schatz da draufstellen? Keine Ahnung. Hier ist eigentümlich Korallenrelikt. Naja, ich habe schon ein paar ausprobiert, aber. Das wird ja da wahrscheinlich angezeigt, wenn es der richtige ist, oder? Ich denke mal, ja. Da sind ja einige. Sirenrubin. Wir haben ja unten noch Tausende, oder nicht? Ich denke mal einfach, wir müssen halt einfach raus und dann halt hochschwimmen. Keine Ahnung. Ja, aber weiß hier gibt es ja nicht so ein Tor. Was denn für ein Tor? Hast Spaß an der hier, die Tür. Hier, die Tür. Ja, boah, willst du wissen, dass es eine Tür ist? Ist eine Tür. Du guckst dir mal genau an. Und daneben ist so ein Kumpel. Aber du kannst ja nichts machen. Ja doch, auf dieses Ding was legen halt. Ja, und was? Ja, das ist die Frage. Wir müssen uns die schätzen. Wo haben wir die denn jetzt alle liegen? Ja, irgendwo. Eine Etage oder zwei Etagen tiefer halt. Das ist eine eigene goldene Reliquie. Eine silberne Tasse. Ich meine, Brilli, wo du jetzt gerade bist, links von dir, dieses blinkende Ding ist ja nun mal ganz offensichtlich ein Ausgang, was ja auch funktioniert hat. Ja, ja. Ja, aber... Ja. Hier ist ja nochmal so ein Symbol an der Wand, ne? Das habt ihr gesehen. Ja. Nochmal das Dreieck. Vielleicht geht die Tür ja nur auf, wenn das Ding voll ist. Weiß ich nicht. Das kann sein. Dann lad die Olle dann nochmal voll. Guck gerade, ob ich irgendwie sowas Dreieckiges finde. Komm, laden wir die Olle nochmal voll hier. Ja. Kommt man von der immer wieder hier hoch? Nee. Muss man immer außen rumlaufen, oder? Doch, man kommt da hoch. Wo denn? Achso, nee. War denn jetzt die alte? Du musst da schon rüberspringen, ja, scheiße. Okay. Wo war denn jetzt? Wo haben wir denn die Schätze hergeholt? Eine Etage tiefer. Guck mal, wenn ich dir das hier runterschmeiße, kannst du das dann nehmen. Bullshit. Habt ihr das jetzt alles auf den Kopf getan? Wie haben wir den denn hier hochgeholt, die ganzen Schätze? Na, eine Etage tiefer ist so eine Olle. Ja, ja, aber ist da eine Leiter? Ja, neben dir direkt. Nee, nicht da. Ein Stück zurück, rechts. Da, genau. Da ist die Leiter. Kommst du da ran, Zwiebel? Woran? Ich habe das doch alles der auf den Kopf gelegt. Kannst du dir das vom Kopf runternehmen und dann reinpacken? Ach so. Alles klar. Geht das? Ja, ich bin schon dabei. Okay. Was war denn jetzt?
Warte mal, Zwiebel, lass mal dem. Oder ja, ist egal, wer es jetzt macht. Macht einfach gleichzeitig, geht's schneller. Hier noch ein Schatz. So, mehr war nicht auf dem Kopf. Doch, hier, guck mal, ist noch eins. Eine leere Kiste habe ich noch drauf getan. Okay. Zup. So, 9 fehlen noch. Ja, macht der Brille hier gerade. Ja, ja. So, Dreieck. Mit diesem Dreieck, das hat auf jeden Fall irgendwas zu bedeuten. Auf jeden Fall hat das was zu bedeuten. Ich denke mal, das beim Brilli ist vielleicht so eine Art Notausgang oder so. Aber nee, da kann man ja so eine Olle anquatschen und sagen zum Schiff. Eben. Aber vielleicht, also Moment, aber es kann ja sein, eine Abkürzung. Dass Brilli, wenn man. Was denn? Okay. Dass auf wenn dem, man. Ja? Wo, da wo du bist, links, auf, wenn, da wo du stehst, nach vorne guckst du auf 11 Uhr ungefähr, müsste noch was sein. Da blinkt noch was von hier oben. Ja, ich weiß, ja, da ist aber einiges. Noch ein Ausgang, ne? Da ist noch ein Ausgang, sehe ich gerade. Ah, okay. Also es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man, wenn einer irgendwie stirbt und auf dem Schiff landet oder was auch immer, dass er über diese Dinger eine Abkürzung. Aber ist eigentlich, wenn ich jetzt einen Schatz mit 3 Schätzen drin da lager? Keine Ahnung. Dann ist es nur 14 oder ist es dann? Jetzt sind es 14 von 20. Ja, und da waren 3 Schätze drin. Jo, verarscht. Okay. Naja, was heißt verarscht? Vielleicht ist das ja auch gut. Dann hat man mehr, ja, kann man mehr Schätze transportieren. So, also. 15. Wie heißt jetzt dieses Ding, wo wir hier sind eigentlich? Schrein des. Keine Ahnung. Lieben Jungen. Der lebe Jungen. So, 16 von 20. So, ich bleib mal hier stehen, ich muss mal kurz auf den Topf. Bis gleich. Gleich. Ich glaube, jetzt habe ich alle Schätze weg. Und es sind nur 18. Ja, muss man wieder einen rausnehmen, musst du wieder einen rausnehmen, der. Achso, nee, da musst du wieder alle rausnehmen, ist ja blöd. Ja, warte mal. Hier schwimmen ja noch welche. Ja, die stimmt. Komm ich da nicht durch. Muss ich draufhauen, genau. Geht nicht. Ah doch. Doch, doch, genau. Und wieder schnell rein, bevor es zu ist. aber da, wo du gerade standest, sind noch 2. Da sind noch 2 auf dem Fußboden, die du hast stehen lassen. Wo? Direkt vor deiner Nase jetzt. 2 Stück sehe ich von hier auf dem Boden. Ah, ein Kelch. Genau. Ein Kelch und daneben in diesem blauen Gras ist auch noch 1. Das ist jetzt, sind jetzt 20. Okay. Ich guck mal, ob ich hier oben was drücken kann oder so. Nee, hier kann ja immer noch nichts machen. Ich schau mal drauf, passiert auch nichts. So, wie heißt das jetzt? Schrein. Sea of Thieves, Season 4. Schrein. Re. Moin. Bibi. Danke. Also das hat nicht viel gebracht. Das ist ein anderer Schrein. Komm, wir gehen jetzt einfach raus hier. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, außerdem ist die Folge schon 44 Minuten lang. Ist. Finde ich aber Ende schade. Schon 11. Hier ist auf jeden Fall noch Gold. Aber hier ist jetzt auch kein Special Schatz irgendwie, den ich jetzt ausgemacht hätte. Das ist, die man da draufstellt oder so. So, also es gibt 6 verschiedene Schreine. Ancient Tears, Tribute, Ocean's Fortune, Coral Tomb, Flooded Embrace und Hungering. So, jetzt müssen wir nur wissen, in welchem die sind. Warte mal. Was ist? Vielleicht muss man hier mit dahin. Womit? Mit einem Sprengfass.
Ja, garantiert. Ich habe hier eins. Ja, das macht ja auch so viel Sinn. Deswegen ist ja auch die Markierung für einen Sprengplatz, ist ja langläufig bekannt. Au. Hoppla. Ein graviertes Dreieck, ja. Tja, man weiß es nicht. Also ich würde sagen, das wir gehen einfach da raus. Weil ja, aber das ja, können wir ja machen, aber es macht ja keinen Sinn. Also da geht's raus, aber man muss da nicht raus, weil sonst hast du ja die ganzen Schätze, die kannst ja, ja die einzelnen... sammelst du die Schätze einfach und kriegst dann irgendwelche Kacke, dann weiß man ja nicht, wir machen das Event zum ersten Mal. Wie sammeln? Ja, du gibst die bei der Uschi hier ab und die Uschi sagt dann vielen Dank und... Das Spiel leitet einen immer genau, was man wo tun muss. Also ich glaube... Vielleicht, wir können ja jetzt mal versuchen, dass wenn die voll ist, einer mal zurück zum Schiff geht. Ja. Ja, dann mache ich das mal. Upp. So, triff dich mit den Meermenschen in der Nähe, um den Schatz abzuholen, den du in einer Meermenschenstatue verstaut hast. Ah, jetzt links da hinten so eine Olle. Kann man hier mal drehen? Nee. Warte, muss ich da runter? So, Schatz einsammeln kann ich jetzt hier machen. 20 Stück auf unserem Schiff? Keine Ahnung. Oh, jetzt blubbert's hier hoch. Jetzt kommen hier Schatzthron hoch, ohne Ende, ja. Ist das jetzt also, wieder leer bei dir, Mene? Keine Ahnung, ich drehe ja für dich. Ja, warte, dann drehen wir weiter. Ja. Ja, wahrscheinlich ist dann das doch keine Tür, oder? Mhm. Nicht sicher. Ja. Hat das Schiff geladen, geht jetzt hier gerade, wird jetzt gerade gespammt. Jo, dann kommt mal hoch. Dann hört aber wir, mal, können wir, ja noch, wir können ja noch mehr aufs Schiff packen, hier sind ja noch welche. Jo. Ja, nee, dann lass jetzt mal. Okay. Weiß ich noch nicht, wie ich da hinkommen soll. Weil jetzt habe ich das hier verdreht. Ja, ich bin eh gerade tot. Ach so. Dreh ich mir das mal zurück. Komm. Komisch ist, dass ich immer noch Gegner höre hier. Naja, sind ja auch genügend noch da, also von daher. So. Wenn du runterfällst, ist ja alles voller Gegner, ja. So, ich pack mal noch einen Schatz rein, der lag hier krass rum. Zack, ist jetzt drin in der Olm. Kannst du den noch rausholen? Geht das? Nee. Nee? Achso, doch, jetzt war schwimmt die Olle. Toll, ey, ich bin hier in der Höhle einfach die ganze Zeit. Und alleine komme ich auch nicht mehr hoch. Aber man muss ja so eine Olle irgendwo stehen, die du anquatschen kannst. Nee. So, ich habe mal noch einen reingetan und jetzt komme ich auch aufs Schiff. Nee, warte. Dann lass mich erst zu dir kommen, Mene. Oh, du Affe. Spät. Wie komme ich denn jetzt zurück zum Schiff? Triff dich mit den Meermenschen in der Nähe, um den Schatz abzuholen. Jo. Wo sind die Meermenschen? Na hier, hinter mir, wo ich gerade herkomme. Ach da. Oh, die schwimmen ja alle da rum, die Schätze jetzt. Ja, sag ich doch. Du musst ja alle einzeln jetzt einsammeln. Ja. Boah, na, was meinst du, was ich hier mache? Das ist mies, ey. Über 20 Stück und jetzt muss man das hier so einsammeln. Jo. Na gut, wir haben so Kisten, wo man immer drei reintun kann. Ich komme jetzt hochgetaucht. Okay. Bywood wäre jetzt wirklich geil. Ich sehe euch da oben rumschwimmen. Och, die Kiste war leer. Mist. Na ja, gut, was soll's. Und wir stehen leider so ungünstig, dass ich mit dem Dings nicht mehr rankomme. Mit der Wunder mich, dass unser Schiff überhaupt noch steht, ganz ehrlich. Wie oft hätte das jetzt auseinandergenommen werden können? Ja. Vor allen Dingen wette ich, dass wir... Ach, das ist die Dings. Dass wir jetzt, wenn wir die Schätze allein geladen haben, dann auseinandergenommen werden. Wir fahren jetzt straight ahead, ohne irgendwo anders abzubiegen, direkt zu irgendeinem Außenposten. Ja, ja. Selbstverständlich. Habt doch mal eine lange Folge gekriegt heute, 50 Minuten. Alter. Und wir haben noch nicht abgegeben.
Und dann ist hier aber heute der Ofen aus, schon nach 11, ey. Nachts um 17:30 zu Ende, ey. Aber wir haben zumindest mal so einen Schrein gemacht. Jo. Es gibt aber, ich habe gerade mal kurz geguckt, es gibt auch noch so ein Buch, was man in jedem Schrein finden kann. Okay. Haben wir natürlich jetzt nicht. Und irgendwie fünf verschiedene Schreine, wenn ich das richtig gesehen habe. Also fünf Bücher. Okay. Sind dann wieder ein Achievement sozusagen. Ah ja. Ah, es war einfach klar, dass wir irgendwann Bible brauchen wie nichts Besseres. Mhm. Na, aber wir haben kein Bible. Das wurde nicht auf mich gehört. Und wir haben unser Bible verloren, weil wir auf dich gehört haben. Auf gar keinen Fall. Weiß nicht, warum dieses Logbuch ständig aktualisiert wird. Wen interessiert, ob ein Schatz aufs Schiff geladen wurde? Statistik, mein Freund, Statistik. Ja. Das Spiel zählt mit. Ja. Oh, hi. Hi. Echt, jetzt kommt jetzt hier auch noch ein Hai angeschossen, ja. Tatsächlich. Bin mir nicht sicher. Doch, hast recht. Ja, wir haben doch alle, oder? Haben wir getroffen. Nochmal getroffen. Da ist noch was drin. Oh, Munition alle. Wer auch immer da schwimmt, hat jetzt ein Problem. Wo ist der Hai? Hinterm Brilli. Ich sehe den Hai nicht. Gar nicht. Brilli redet nicht mehr mit uns. Hast du ihn down oder was? Ja. Okay. So, ist da noch irgendwas? Grafikbug. Vorher gerade. Ja, hatte ich auch. Dann sieht man irgendwelche unterirdischen Inseln oder sowas, ne? Ja, da schwimmt noch was. Mach mal den Anker los, Zwiebel. Jawohl. Dann kommt Menia, wenn ich an die Hand. Doch, der ist doch jetzt wieder da. Warte mal, ich guck mal, wo der nächste Außenposten ist. Ach nee, das war Haifleisch. Natürlich bin ich wegen Haifleisch losgeschwommen. Ist Mermaid's Hideaway ein Außenposten? Nee, ne? Nur die Außenposten. Die heißen immer Außenposten irgendwas. Ach, die Scheiße. Ach, das ja. Ja, dann müssen wir wieder zurück zum Außenposten Golden Sands, also genau geradeaus. Bisschen weiter nördlich. So, dann gucken wir mal. Nee, nördlich. Nicht Nordosten. Ach so. Eigentlich nur Norden. Genau, einfach nur nach Norden. Genau. Ja, das cool. Sage ich ja. Ist gar nicht weit. Ist der da hinten gleich, oder was? Nee. Ja, an der Insel links vorbei war das nochmal. Ist egal, wo vorbei. Ja. Hauptsache vorbei. Hauptsache genau an der Insel. Genau dahinter vorbei. Ist sie. Ich höre Musik. Megalodon oder sowas. Kann es sein? Der soll uns jetzt noch töten. Ja, da hinter uns. Fahr schön nah an der Insel, an die Insel ran. Dann verschwindet er wieder. Ist sich. Kann man auch mit Kanonen beschießen. Also mit normalen Pistolen und auch mit Kanonen. Oh oh. Scheiße. Leute, lasst ihn einfach. Keine Munition. Fuck. Oh. Hat er abgedreht, ne? Ja, der hat uns abgedreht. Okay, an der Insel vorbei möglichst. Ja, ach. Brilli ist am Steuer. Da kommt immer noch der Sack. Ne, jetzt ist er weg. Du. Ist unser Schiff am Volllaufen? Nein, nope. Warum? Weil er uns einmal gehittet hat? Hä? Hat er gar nicht. Ja, sicher. Nee, sicher gar nicht. Er hat uns voll vom Kurs abgebracht. Er hat uns nicht getroffen. Ja, sicher hat er uns getroffen. Gut. Er ist auf jeden Fall weg.
Rechts oder links? Es läuft nichts voll. Na, die Insel da. Vor. Ja, ist mir schon klar. Wo sind die Dinger, wo es abgehen? Ich glaube eher links. Eher, ne? Links. Ja, ich glaube, es war eher links. Eine lange Folge ist wie ein neues Leben. Ja, jetzt im Prinzip glaube ich geradeaus, ne? Na, 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 na. Wollen wir noch eine neue Folge machen? Die Landungsstege sind links, ja. Lass einfach drauf ranballern, oder? Ja, dann geht das Schiff unter, bevor wir alles abgeladen haben. Ja, und dann gehen die Schätze doch einfach hoch. Okay. Ist nicht so konventionell, aber cool. So mittel. Wir kaufen uns neue Ski für nächste Folge. Ah, haben wir so viel Geld. Wir haben Geld ohne Ende. Ohne Ende. Die reichsten Piraten, die schönsten Piraten, die coolsten, ja, Piraten. Macht irgendjemand ein Optimizing oder? Mehr geht nicht, sagt er. Der Wind kommt von vorne, du Knallkopf. War übrigens doch rechts. Nee, links. Oh. Da schwimmen Schätze. Da schwimmen tatsächlich Schätze. Hier, Kiste. Alter, geh doch an diese verfickte Harpune ran. Ich guck mal. Jo, Gerät kaputt. Aber wir sind wenigstens direkt hier am Steg. Das ist doch schon mal ganz gut. Immerhin. Das ist toll. Wer kauft denn den ganzen Schmodder eigentlich? Na hier, der Oberjockel da. Warum fahren wir nicht immer noch? Gute Frage. Brilli, warum fahren wir noch? Weiß ich nicht. Ich habe nicht den Anker gesetzt. Ich dachte, der Anker ist gesetzt. Der Anker ist gesetzt. Das war ja vorhin auch schon so. Wofür erhalten wir jetzt eine Mission? Weil ich gerade eine aufgenommen habe. Fährt einer hier hin mit dem Schiff? Nee. Das hast du verkackt. Hat er recht. Ach Gott, wer kauft das denn? Ganz da hinten. Na Mann, der Typ da in seinem Goldzelt. Wer soll Nein, tut er nicht. Aber zumindest nicht das, was ich hier gerade hab. Larina nimmt's auch nicht. Larina nimmt's auch nicht. Emily auch nicht. Und wir sagen noch, weißt du, fahr links an die Stege. Nee, ich fahr nur rechts an die Stege, weil die sind die richtigen. Du bist so dumm, Junge, echt. Nimmst die Mystikerin? Ja, wir müssen erstmal rausfinden, wer es nimmt. Meine Fresse, echt. Schwarmintelligenz nicht vorhanden. Alter, es kauft eh keiner, wir können das vergessen. Da muss doch jemand abnehmen. Die also die eine an der Bar ist es auch nicht. Die Mystikerin, hast du es bei der probiert? Ja. Wer hat es jetzt genommen? Na, diese Dinge hat hier der Typ in seinem Zelt genommen. Ja, der nimmt bei mir auch die Schätze jetzt. Du hast bestimmt so eine Kiste, wo Zeug drin ist. Ich habe gar keine Kiste, ich habe einfach Kasten der vergessenen Juwelen. Hat der so Symbole drauf gemalt? Ja. Liegt hier noch ein Schiff, oder? Ich glaube, das musste auf dem Steg. Das ist unser Schiff, Mann. Lol. Was sagst du, Mene? Ich glaube, die Sachen, wo was draufgemalt ist, was so aussieht wie Rohstoffe, muss bestimmt auf dem Steg abgegeben werden. Ich habe hier noch Hund und Smaragd. Ach nee, es ist so ein scheiß Stab. Fahrt ihr jetzt weiter, oder was? Ich bringe jetzt das Schiff in Ordnung. Ah. Jo, dann mach mal. Also er versenkt es, soll das heißen. Jupp. Ihr seid der Witzbolde. Er gibt ihm den Rest.
denke, das war nicht der kürzeste Weg. Hier rum muss man. Ah ja. Das ist weit. Oh, Brilli, es ist voll weit, ey. Schiff kommt. Hä? Gibt's hier? Das okay, die Kiste nimmt er nicht. Hast du überhaupt? Ja, ich fahr jetzt los. Ich muss ja erstmal alles in Lot bringen. Ist das so eine zum Aufmachen vielleicht? Ja. Ich hab's gemerkt. Ruhe der 1000 Crocs habe ich hier. Ui. Madame Olga. So, wenn man die trägt, ist man besoffen. Ja, ich drehe gerade und fahre dann. Na, da bin ich gespannt. Wo fährst du denn hin? Ich hoffe dahin, wo wir hin müssen. Okay. Da muss zum Zwiebel rüber, der ist gerade an der richtigen Stelle. Boah, Alter, ist das schwierig, damit zu laufen. Achso, weil du besoffen bist mit der Kiste. Ja, wenn du die trägst, bist du besoffen. Das ist übel. Jo. Really, falsche Richtung. Ja, aber dann nimmst du geil. Ey, überhaupt nicht falsche Richtung. Ja, nee, ist okay. Mir hat einer gepupst. Ja, ich hab's gehört. Noch ein Stück. Komm weiter um den Steg rum. Ja, ach. Komm nu. Wo ist der Vogel? Der wunderschön. So ein fetter Typ auf mich zugeschwommen. Ja. Haben wir mal Anker oder was? Nee, da am Steg. Jo, du fährst voll auf den Steg drauf, Mann. Ja, ich mache seitwärts. Ja, du hast viel zu früh jetzt den scheiß Anker gesetzt. Ich muss doch auch auf den Steg drauf. Ja, ist schon richtig. Ist schon okay. Passt schon. So, ich habe hier so einen Dreizack gefunden. Mal gucken, wer den nimmt. Den nimmt der Goldsammler nicht, okay. Mystikerin. Auch nicht. Dann halt nicht, dann lass ich ihn hier liegen. Oh, jetzt ist perfekte Schiffsposition. Ja, perfekt. Wieso perfekt? Wie wollen wir da drin raufkommen? Kommt man gar nicht drauf. Wo ist denn das perfekt? Alter. Mal hinten rumlatschen. Wer ist denn das hier? Ist halt nichts, wenn man blöd ist. Oh, jetzt habe ich schon wieder sowas, was der nicht nimmt. Bring noch eine Kiste mit Zwiebeln. Was denn? Eine Kiste mitbringen, weil es ein Haufen. Ach so, so kleinen Scheiß, okay. Mhm. Jo, auf dem Rückweg dann. Oh, das will er gar nicht. Wer kauft denn sowas? Steg. Boah, guck mal die Boni an, die wir kriegen teilweise. Jo. Über 60% Bonus. Ich habe hier Kasten mit abgenutztem Metall. Wer kauft denn sowas? Ja, der Steg. Steg, sagt er. Nacken oder Hüfte oder was? Nackensteg. Ah, da. Da kommt ja gar nicht aufs Schiff drauf. Wer hat denn hier eingepackt? Botschafterwert 103.000. Nicht verkehrt, oder? Nee. Was ist denn, wenn man da 5 Balken hat? Keine Ahnung. Platz am Mond, ich weiß es nicht.
bist jetzt leicht Matrose, das irgendwas stand bei mir gerade. Na, okay. Hier ist noch eine Kiste. Ist da noch was drin? Oh ja, die ist sogar noch voll. Es ist noch ein bisschen was an Bord. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Jetzt hab ich diese Kackkatze. An Bord ist nichts mehr. Doch, hundertprozentig. Wo denn? Da war noch eine Kiste, die ich abgestellt habe, und daneben stand noch so eine Art Truhe. Okay. Kasten der vergessenen Juwelen, hast du recht. Aber die Kiste ist leer. Ja, genau, die hatte ich da gerade abgestellt. Hab noch eine andere volle mitgenommen. Unter Deck haben wir nichts mehr, ne? Nein. Hier gibt's sogar, ich habe hier noch so Schädel sogar, haben wir. Ja, das war's. Für die Olga. Das war's. Jupp. Irene Rubin, den nimmt der doch, ne? Genau. Für den Duke oder was? Für den Duke. So, und was ist jetzt mit dem Dreizack? Den kann man nicht, nee. das ist eine Waffe. Jo Leute, machen wir Folgenende hier. Wer war? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Mene. Ich? Vor einer Stunde 6, wer hat da angefangen? Ja. Mene, glaube ich. Gute Frage. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle. Mitten ins Dekolte. Mädels, vielen Dank fürs Zuschauen. Die längste Folge ever. Aber es war auch Folge 100, von daher. Ja. Ja, klar, mega. Da muss man ja auch eine kleine Bonusfolge machen. War doch nicht Folge 100. Ciao, Leute. Du bist so ein Laberflack, ey. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.